Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei FRM. Wenn man in unserer Region Kultur regelmäßig erleben möchte, führt kein Weg am Stadtkulturhaus Freital vorbei. Und das weiß natürlich auch der Weihnachtsmann und begibt sich jedes Jahr dorthin, um sich über die aktuellen Programmpunkte zu informieren. Ho, ho, ho! Jedes Jahr in der Adventszeit ist der Weihnachtsmann unterwegs nach Geschenkideen und kommt traditionell natürlich auch ins Kulturhaus nach Freital. Hallo, Frau Schminder. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Schön, dass du wieder da bist. Ja, selbstverständlich. Und meine Frage ist natürlich, was gibt's denn hier im Kulturhaus Feines zu kaufen? Ja, Karten genau. Für Veranstaltung. Also wir dachten ja auch vor Weihnachten, wenn man nochmal ein Geschenk braucht, zum Beispiel Geschenke für Kabarettfreunde. Wer noch vor Weihnachten ein bisschen weggehen möchte, kann gerne mit zum Jörg Knorr kommen am 14. Dezember. Der Bambi-Preisträger lässt einfach die Promis dieser Jahre aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Kunst nochmal alle fast original antanzen. Im Februar nächstes Jahr, wir haben nach 4 Jahren wieder den Christoph Sieber bekommen. Er ist halt unheimlich mit Auszeichnungen und Medaillen behangen. Man sagt eigentlich, es ist auch eine neue Koryphäe des Kabaretthimmels. Ne? Also Christoph Sieber im Februar. Dann lassen wir ein bisschen die Puppen tanzen mit dem Michael Hatzius. Mit seiner kleinen Echse, oder besser gesagt großen Echse, kommt er vorbei. Hüttenkäse mit der Herkuleskeule. Oder wer Fernsehgucker ist und nicht nur FRM schaut, zum Beispiel auch Wilsberg, diese Serie, da kennt ja den Herrn Overbeck, der im wahren Leben Roland Jankowski heißt und der hier eine Krimi-Lesung machen wird, wenn Overbeck kommt. Liebe Frau Schminder, aber jetzt fehlen mir natürlich noch die Veranstaltungen für die Kinder. Die sind ja am meisten interessiert am Weihnachtsfest. Naja, damit das Kribbeln auf Weihnachten so richtig aktiviert wird, kommt der gestiefelte Kater am Sonntag, am 8. Dezember hier auf die Bühne, Aufführung der Landesbühne. Und ab 14 Uhr kann wieder in der Bastelstube gebastelt werden. Da ein Geschenk für Oma und Opa und Tante und Onkel oder Mutti und Vati. 24. Dezember machen wir auch wieder hier auf der großen Bühne. Kurz vor mir? Kurz. Da sind sie ja am aufgeregt. Das sind die Kleinen und auch die Großen. Ne? Schneewittchen neu geküsst. Oh, und dann kommt der Weihnachtsmann. Vielleicht kriegt er einen Kuss ab. Ne? Ja. Nach Weihnachten, 26. Dezember, auch ein super Geschenk. Die Schneekönigin. Also lieber Weihnachtsmann, Sie sehen schon, wir haben unheimlich viel mit Schnee. Du kannst ruhig du zu mir lieber sagen. Lieber Weihnachtsmann, du, wie wird's denn mit dem Schnee dieses Jahr? So oder so, aber wie es kommt, kommt's. Ja, gut, so müssen wir es dann nehmen. Ja. Also wir haben so einige Veranstaltungen mit Schnee, ich hatte ja schon gesagt, nur Schneewittchen und die Schneekönigin, das Winterzauberland für die Freunde des Schlagers und der Volksmusik im Februar, diesmal ist die Dagmar Frederik, der Bada Illich, Captain Freddy und Astrid Beck mit dabei, Neujahrskonzert unter anderem mit den Petersburger Schlittenfahrt. Da bräuchten wir ja auch ein bisschen Schnee, ne? Ja, und das Thema ist diesmal Tanz um die Welt. Die Welt tanzt durch die Zeit. Also ein schönes musikalisches Erlebnis zum Anfang des Jahres. Ja, Kriminalkomödie, auch im Januar. Die 8 Frauen, da geht es auch um Schnee. Da gibt es eine Leiche, die kommen aus dem Haus nicht raus, weil es zu viel schneit. Früher gab es das ja noch. Und dann müssen das die 8 Frauen selber klären. Im Heer, dieses Musical wird der ein oder andere in Landesbühnen gesehen haben, auf der Felsenbühne, kommen zu uns in den März hier auf unsere große Bühne. Ja, wir haben auch was für Herren oder nicht nur für Herren. Die Whisky-Freunde sind da angesprochen. Auch ein gern geschenktes Geschenk, das klingt gut, ja. Die sind immer ganz schnell weg, die Karten, immer im Februar, im November. Whisky, immer ein anderes Thema, Bob Beals mit vielen Geschichten, mit toller Musik und immer neuen Whisky-Stars. Also lieber Weihnachtsmann, Schnee muss her. Ja. Ne? Und zu Weihnachten und die Kinder wünschen sich das. Wollen wir mal zaubern? Also im Kulturhaus können wir das manchmal. Weihnachtsmusik. Ach, es schneit. Es schneit, Weihnachtsmann.
das ist ja ein fetziges Weihnachten hier im Kulturhaus. Oh, ja. Liebe Frau Schminder, und wer jetzt sich nicht entscheiden kann, der kriegt vielleicht noch einen Gutschein dran, oder? Ja, und kann schauen, wie immer, unter www.kulturhaus-freital.de. Da sagen wir jetzt, einkaufen kommen ins Kulturhaus und schöne Advents- und Weihnachtszeit. Tschüss. Wir gehen jetzt noch zur Schneeballschlacht. Ja. Bei Expert gilt unsere ganze Aufmerksamkeit, die Wünsche unserer Kunden zu verstehen und sie auf besondere Art zu bedienen. Es ist dieses gewisse Extra, das uns von anderen unterscheidet. Wir von Expert verkaufen nicht einfach. Wir tun alles, um Menschen glücklich zu machen. Das macht ein wenig mehr Mühe, bringt aber auch ein wenig mehr Freude. Expert mit den besten Empfehlungen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Kinder, zum dritten Talk auf Burg. Und das ist ein ganz besonderer Talk, denn wir sind heute in einer ganz besonderen Zeit, in der Advents- und Weihnachtszeit. An meiner Seite Anne-Konstanze Lahr, Mitglied der Spielbühne Freital, Alexander Karay, der Geschäftsführer des Technologiezentrums Freital und der Freitaler Projektentwicklung. Und dann hier an meiner Seite ist Spasimir. Den Talk auf Burg sehen Sie täglich 8.30 Uhr, 12.30 Uhr, 15.30 Uhr und 20.30 Uhr. Natürlich nur bei FRM TV. The sign walks on with the pen taken. He said the road less traveled is for the humble and patient. He said the road carries risks. I know you got it. Sidewalk talks from Houston to New York. Writing words of fine talk from LA to Newport. Walking home to school of... In them ball courts, and hears and recounts tales told by all. The bees didn't tread over me, no. The folk is for roses, and you get these cockroaches and folks. The sidewalk talks from Houston to New York, right? And hears and recounts tales told by all. Hallo und herzlich willkommen. Es begrüßt euch das Team um Mollys Curry, hier unsere Mannschaft. Wir möchten euch begrüßen hier in Diepoldiswalde in der Nikolai-Ostrowski-Straße 4. Und kommt einfach rein und lasst euch überraschen. Kommt mit! Das ist meine Frau, sie ist die Namensgeberin, das ist Molly. Wir sind nach Dips gekommen, um Ihnen Currywurst zu verkaufen mit selbstgemachten Soßen. Es gibt Engelchen, Teufelchen und die Teufelskralle, echt original Berliner Currywurst von einem kleinen Metzgerbetrieb, der das seit 30 Jahren macht. Gehen tut hier aber ganz wunderbar unsere Burger Collection aus frisch gemachten Burgern, auch mit eigenen Dressings. Super toll läuft an der Schnitzeltag, jeden Donnerstag war von Anfang an ein Schlager. Und jetzt machen wir jeden Mittwoch einen Event Day, zum Beispiel mit All You Can Eat, Spare Ribs oder aber auch einen Tanztee mit Kaffeekuchen und einem besonders leckeren Eierlikör für jeden, der kommt. Wir freuen uns auf Sie auch für Veranstaltungen in unserem neu gebauten Gastraum. Bis 40 Personen können Sie Familienfeiern, Weihnachtsfeiern, alles, was das Herz begehrt, bei uns machen. Wir gehen individuell auf Sie ein, nehmen uns Zeit für Sie. Im Sommer haben wir draußen unseren Biergarten für 60 bis 80 Personen. Auch das können wir kombinieren. Wir freuen uns auf Sie. Weihnachtsmarkt im weihnachtlich geschmückten Vierseithof vom Weidegut Kolmnitz am 8. Dezember von 11 bis 17 Uhr. 11 Uhr eröffnen Posaunenklänge das Fest, 13 Uhr unterhält das Dipser Harmonika-Orchester, 15 Uhr gibt es das Kinderprogramm Adventszauber mit Clown Kunderbund und anschließend erwarten wir den Weihnachtsmann. Zum Festausklang ertönen die Jagdhornbläser. Weihnachtsmarkt auf dem Weidegut Kolmnitz am 8. Dezember von 11 bis 17 Uhr. Alle Informationen auch unter www.kolmnitz-weidegut.de.
Alt und Jung aus nah und fern sind ganz herzlich zum Dipser Weihnachtsmarkt eingeladen. Dieser findet vom 6. bis zum 15. Dezember auf dem Dipoldiswalder Marktplatz statt. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 6. Dezember um 16 Uhr durch den Verein Kulturraum und Brauchtumspflege e.V. gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Kerstin Körner. Bis zum 15. Dezember beginnt dann 11 Uhr das tägliche weihnachtliche Treiben. An jedem Nachmittag kommt der Weihnachtsmann zu Besuch und danach gibt es verschiedene weihnachtliche Programme auf der Bühne zu erleben. Besuchen Sie den Dipser Weihnachtsmarkt vom 6. bis zum 15. Dezember und stimmen Sie sich auf die schönste Zeit des Jahres, die Weihnachtszeit, ein. Hallo liebe Zuschauer, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und der Winter bricht an. Eine kühle Zeit, der man nur allzu gern entfliehen möchte. Genau jetzt ist das ein Besuch im Erlebnisbad Pausdorf wert. Der Badespaß für die ganze Familie ist hier garantiert. Ob Wasserrutsche, Wildbachkanal, Sprudelliegen oder Massagedüsen oder vielleicht auch die Dampfsauna oder die Infrarotsauna laden hier zum Vergnügen ein. Und so viel Spaß macht natürlich auch hungrig. Dann können Sie direkt in unserem hauseigenen Bistro sich wieder stärken. Hier erhalten Sie kleine Snacks für den Hunger zwischendurch. Ob Pommes, Currywurst oder vielleicht auch einen frisch gepressten Orangensaft oder ein gezapftes Bier. Oder wie wäre es mit einem Besuch in der Sauna? Bei heißen Temperaturen und wohltuenden Düften stärken Sie Ihr Immunsystem für die kalten Tage. Nach dem Saunaaufguss genießen Sie dann den einzigartigen Blick über die Talsperre Malter und können sich auch direkt darin abkühlen. Erstmalig haben wir dieses Jahr eine besondere Aktion. Am 6.12. zum Nikolaustag haben alle Kinder mit geputzten Schuhen bis 14 Jahre freien Eintritt. Also nicht lang zögern, Badehose einpacken und mit Mama, Papa, Oma oder Opa ins Erlebnisbad Pausdorf. Und nicht zu vergessen, auch in diesem Jahr heißt es wieder, ein Präsent im Advent. Denn jeder 100. Besucher gewinnt diese tolle Tasse, in der Sie Ihren heißen Tee oder auch einen Glühwein an den kalten Tagen genießen können. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann warten Sie nicht länger. Trotzen Sie dem grauen Wetter und genießen Sie die Zeit gemeinsam mit der Familie bei uns im Erlebnisbad an der Talsperre Malter. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Herzliche Einladung zum 15. Potschappler Advent unter dem Motto Märchen aus einer Welt. Dieser besondere Weihnachtsmarkt findet am Samstag, dem 7. Dezember von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, dem 8. Dezember von 14 bis 18 Uhr in der alten Gasberghalle der Freitaler Strom und Gas GmbH auf der Potschappler Straße 2 in Freital statt. Besucher können wie jedes Jahr internationale Leckereien und Geschenke zum kleinen Preis kaufen oder mit den Kleinsten selbst etwas basteln und das natürlich kostenfrei. Auf der Bühne gibt es an beiden Tagen ein buntes weihnachtliches Programm. Der 15. Potschappler Advent. Am Samstag, dem 7. Dezember von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, dem 8. Dezember von 14 bis 18 Uhr in der alten Gasberghalle in Freital. Jung und alt, aus nah und fern sind herzlich dazu eingeladen. Musik.
Sie möchten sich im neuen Jahr beruflich verändern? Dann denken Sie doch mal über einen Job beim DRK-Kreisverband Dippoldeswalde nach. Ein tolles Team und super Arbeitsbedingungen sind hier die idealen Voraussetzungen, um Spaß bei der Arbeit zu haben. Herzlich willkommen beim DRK-Kreisverband hier in Dippoldeswalde. Heute möchten wir Ihnen unsere verschiedenen Abteilungen zeigen, in denen wir Arbeitsplätze anbieten, aber auch Auszubildende jederzeit suchen. Hier im DRK-Seniorenheim Priesenzerglas Hütte werden 76 Bewohner in jedem Tag der Woche liebevoll betreut und gepflegt von sehr engagierten Mitarbeitern. Und auch wir sind jederzeit immer auf der Suche nach tollen und engagierten Kolleginnen und Kollegen. Also bewerben Sie sich gern bei uns. Wir freuen uns auf Sie. So, Frau Schreiber, da gucken wir mal, ob es mit dem Laufen heute funktioniert. Wir sind die Auszubildenden Peggy und Jenny hier im Seniorenheim und wir lieben die Arbeit mit älteren Menschen. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Dippoldeswalde ist Träger von 5 Kindertageseinrichtungen in Frauenstein, Burgersdorf, Nassau, Dippoldeswalde und hier in Pausdorf. In den Kitas beschäftigt das Deutsche Rote Kreuz Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialassistenten. Zudem bieten wir jungen Menschen, die diese Berufe erlernen, die Möglichkeit, Praktika in unseren Einrichtungen zu absolvieren, die von unseren pädagogischen Fachkräften begleitet werden. So, ich bin Erzieherin schon über 40 Jahre. Ich muss sagen, ich liebe meinen Beruf. Ich habe das noch nie bereut. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich arbeite mit vielen kleinen Persönlichkeiten, was man auch immer beachten muss, weil die immer ganz individuell sind. Und so sollten sie auch behandelt werden. Und würde mir wünschen, dass noch viele Erzieher bei uns anfangen, weil jeden Tag bringt viel Freude, viel Neues mit sich. Und es kommt auch ganz viel von den Kindern zurück. Unser Haus hier in Dippoldeswalde ist ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Wir suchen für die pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unterstützung und Betreuung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine Heilerziehungspflegerin oder einen Heilerziehungspfleger. Gerne können Sie sich aber auch als Altenpfleger oder Altenpflegerin bewerben oder als Gesundheits- und Krankenschwester oder als Gesundheits- und Krankenpfleger. Sie wartet ein interessantes Betätigungsfeld. Dieser Beruf hier ist sehr abwechslungsreich im Wohnheim, denn man hat jeden Tag eine neue Herausforderung, weil jeden Tag jeder Mensch eigentlich anders ist und man muss ihn so nehmen, wie er ist und ihn hier im Alltag so begleiten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Neben unseren attraktiven Einrichtungen bieten wir Ihnen natürlich als attraktiver Arbeitgeber noch vieles mehr. Dazu zählen neben einer tarifgerechten Entlohnung noch Möglichkeiten von Sonderurlaub, Bonuszahlung, Massagen, E-Bike-Leasing, aber natürlich auch ein familienfreundlicher Dienstplan. Möchten Sie sich gerne bei uns bewerben, dann melden Sie sich per E-Mail, über Facebook oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Und natürlich gibt es auch jetzt wieder Tipps zum Weihnachtsfest. Neben Spielsachen für klein und groß gibt es auch Dekorationstipps. Der Weihnachtsmann ist unterwegs, um sich die besten Geschenkideen anzuschauen. Im BHG Bauzentrum Reinoldshain macht er heute Station. Ja, die Weihnachtsdeko gehört einfach zum Fest dazu. Baumkugeln in verschiedenen Farben, Baumbeleuchtungen, Räucherkerzen, Kerzen und vieles, vieles mehr versprechen ein gemütliches Fest. Dies sollte man sich aber schon vor dem Fest besorgen. Und jetzt kommen die Tipps für die Geschenke zum Fest. Für Heimwerker und solche, die es werden wollen, gibt es jede Menge nützliche Helfer in verschiedenen Qualitätsstufen. Wählen Sie in Ruhe aus und lassen Sie sich fachlich beraten. Wie wäre es mit diesem Akkubohrschrauber? Ein nützliches Geschenk, welches lange hält und Freude bringt. Weiter geht der Rundgang des Weihnachtsmannes und diese Tischleuchte gefällt ihm besonders. Wie wäre es mal mit neuen Hausschuhen? Diese drunte Filzlatschen versprechen bequeme Stunden für zu Hause. Es gibt jede Menge zu entdecken und zu kaufen im BHG Bauzentrum Reinoldshain. Mittlerweile hat sich auch der Weihnachtsmann an ein modernes Schenkverhalten angepasst, denn auch er steht auf Gutscheine. Hier ist ein Umtausch wegen Nichtgefallen eigentlich schon ausgeschlossen.
Besuchen Sie, genauso wie der Weihnachtsmann, in diesen Vorweihnachtstagen das BRG Bauzentrum in Reinholzhain. Hier finden Sie nützliche Geschenke und das mit bester fachmännischer Beratung. Der Weihnachtsmann jedenfalls ist sehr zufrieden und kommt wieder. Spielsachen gehören zum Weihnachtsfest einfach dazu. Seit mittlerweile 135 Jahren kann man bei Otto Benedix seine Weihnachtswünsche erfüllen. Das Angebot hat sich zwar in den Jahren immer wieder verändert, das Geschäft aber blieb gleich. Heute sind zum Beispiel die handbemalten Figuren der Firma Schleich ein Renner. Sie fallen durch ihre Detailtreue besonders auf. Mittlerweile gibt es zu den Tieren auch jede Menge Zubehör. Was gut ist, kommt wieder. Das gilt auch für das Original Werdauer Holzspielzeug. Diese Fahrzeuge aus Holz sind stabil, haben ein unverwechselbares Design und einen hohen Spielwert. Auch Eltern und Großeltern werden sich sicher noch an dieses Spielzeug erinnern, denn es wird schon seit 1958 in Werdau hergestellt. Weitere Highlights aus dem Spielzeugsortiment sind die Pistenbullis, zum Beispiel von der Firma Bruder, jetzt zum Sonderpreis von 67,99 Euro oder von Playmobil zum Weihnachtspreis von 19,99 Euro und auch Lego hat einen Pistenbulli im Angebot. Ein Spielzeug nicht nur für Kinder ist der Bagger von Liebherr. Viele Funktionen kann man mit einer App steuern, ein Teil für echte Technikfreaks. Auch die Barbie-Puppe erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Sie gibt es in den verschiedensten Ausführungen und mit jeder Menge Zubehör, wie zum Beispiel den Hubschrauber oder auch das beliebte Glitzereinhorn. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gern möchte ich Sie auch zu unserem Weihnachtsmarkt einladen. Ab 6. Dezember ist der für Sie geöffnet. Natürlich haben auch wir an den Weihnachtsmarktwochenenden bis 18 Uhr geöffnet. Für alle, die keine Zeit haben, dies wahrzunehmen, haben wir einen Online-Shop, in dem Sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr einkaufen können und gucken können, welches Angebot bei uns im Laden da ist. Mir bleibt nur noch, Ihnen eine wunderschöne Weihnachtszeit zu wünschen und ein paar geruhsame Tage. Viel Freude mit Ihren Lieben. Passend zur Jahreszeit gibt es verschiedene Schlitten oder, wenn der Schnee ausfällt, die passende Alternative im Spielwarenfachgeschäft Otto Benedix in Diepoldiswalde, einem der kleinsten Spielwarenläden in Deutschland. Hier finden Sie das, was Sie suchen und das nicht nur für Kinder. Endlich ist es wieder mal so weit, denn es naht die schöne Weihnachtszeit. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strahakus Erlebniswelt, hier in Strahakus Erlebniswelt. Viele schöne Dinge stehen bereit, wo sich jedes Kinderherz erfreut. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strahakus Erlebniswelt, hier in Strahakus Erlebniswelt. In der Küche riecht es hier auch lecker und es gibt den besten Kuchenbäcker. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strahakus Erlebniswelt, hier in Strahakus Erlebniswelt. In der Wichtelwerkstatt kann man schauen oder sogar etwas selber bauen. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strahakus Erlebniswelt, hier in Strahakus Erlebniswelt. Feiern kann man hier das ganze Jahr, mit Jung und Alt und Stimmung, das ist klar. Und ich glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strahakus Erlebniswelt, hier in Strahakus Erlebniswelt. Ja, hier ist es wirklich wunderschön, drum komm vorbei und lass dich bald mal sehen. Glaub, dass es auch dir gefällt, hier in Strahakus Erlebniswelt, hier in Strahakus Erlebniswelt. Auch in dieser Woche haben wir ein neues WGF-Magazin. Diesmal wird kein spezieller Stadtteil vorgestellt, sondern es dreht sich alles um den Jahresausklang. Viel Spaß dabei! Die Wohnungsgesellschaft Freital MbH präsentiert das WGF-Magazin in Freital leben, bei uns wohnen.
Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich, Sie pünktlich zum Start in die Adventszeit wieder zu unserem WGF-Magazin begrüßen zu dürfen. Heute ist neben unserem Chef auch der Weihnachtsmann mit dabei und dieser sorgt in unserer heutigen Sendung für etwas Freude in der Vorweihnachtszeit. Wir werden Sie durch die verschiedenen Stadtteile führen, denn Jahresausklang ist überall ein spannender Abschnitt. Und diese Tage müssen auch für unterschiedlichste Termine herhalten. Nicht alle lassen sich vermeiden. Einige kann man sicherlich ins neue Jahr verschieben, andere sind Pflichtveranstaltungen. Wer diese Tage harmonisch verbringen will, ist gut beraten, auch einmal Schloss Burg zu besuchen, um leise innezuhalten und zu entspannen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Altes und Neues ist der Titel der aktuellen Weihnachtsausstellung auf Schloss Burg. Sie zeigt traditionelle Weihnachtsdekoration, aber auch sehr moderne Varianten davon. Noch bis zum 5. Januar 2020 können Alt und Jung in die Weihnachtswelt auf Schloss Burg eintauchen. In der Vorweihnachtszeit ist es sicher keine so schlechte Idee, sich einmal etwas Zeit zu schenken. Vielleicht gelingt es Ihnen, wenn Sie unseren Wohlfühlplatz der Woche entdecken. Denn besonders um die Weihnachtszeit verwandelt sich Schloss Burg in ein winterliches Zauberschloss, in welchem es viel zu bestaunen gibt. Schenken Sie sich in diesen Vorweihnachtstagen etwas Zeit, um hier auf Schloss Burg die Seele baumeln zu lassen. Idyllisch am Fuße des Windbergs gelegen, begeistert das ehemalige Rittergut, Residenz des Freiherrn Karl Friedrich Augustate von Burg, damals wie heute seine Gäste. Unterschiedlichste Ausstellungen, der traditionelle Schlossadvent und Freitals bergmännische Tradition, alles stimmt mit Bedacht auf die schönste Zeit des Jahres ein. Allerdings sollte man die kleinen und großen Events, welche hier über das ganze Jahr verteilt stattfinden, nicht vergessen. Denn ein Besuch auf Schloss Burg lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Einen ganz besonderen Charme strahlt Schloss Burg als Kulisse für die perfekte Traumhochzeit aus. Vielleicht trauen auch Sie sich noch. Immer wieder wird es in Schloss und Park so manches zu erleben und zu bestaunen geben. Ob für jung oder alt, so manche Überraschung harrt auch künftig der Besucher aus nah und fern. Doch wir möchten noch nicht alles verraten, denn auch das Geheimnisvolle gehört zu einem Zauberschloss und das nicht nur in der schönsten Zeit des Jahres. Der Burger Schlosshof erstrahlt am zweiten Adventswochenende von 12 bis 20 Uhr im Lichterglanz beim 10. Freitaler Schlossadvent. Weihnachtsmann und Schneemann besuchen um 14 Uhr die Kinder. Diese Wohnung ist für jeden, der nicht nur einfach ein Zuhause sucht. Denn heute möchten wir Sie für ein Zuhause im Zentrum Freitals in der Dresdner Straße 180 begeistern. Sind Sie einmal zu bequem zum Treppensteigen, so bringt Sie der Aufzug zügig ins dritte Obergeschoss. Im Flur lässt sich ganz prima Ihre Garderobe platzieren. Die Küche im Nassbereich, hell gefliest, hat ein großes Fenster. Sie müssen nur noch Ihre Einbauküche hinstellen und können Ihre Lieben nach Herzenslust bekochen. Platz satt bietet Ihnen das freundliche, lichtdurchflutete Wohnzimmer. Richten Sie es sich hier geschmackvoll ein. Die leichten Dachschrägen bieten viel Raum für besondere Wohnideen. Ihr neues Schlafzimmer bietet nicht nur Platz für Bett und Schrank, es ist auch Ihre ganz private Rückzugsoase, welche Sie wunderbar gestalten können. Gleiches gilt für das Kinderzimmer. Ist Ihr Nachwuchs erst einmal flügge, kann es auch gut als Arbeits- oder Gästezimmer genutzt werden. Ein Badezimmer als funktionelle Nasszelle ohne jeden Charme, das war einmal. Dieses Tageslichtbad ist hell gefliest und mit Wanne und Handtuchtrockner ausgestattet. Hier können Sie sich bei einem relaxten Schaumbad vom Alltag erholen. Außerdem befindet sich noch ein Gäste-WC mit Dusche in der Wohnung. Fazit:
Tolle, sonnendurchflutete Wohnung in urbaner Umgebung. Ideal für Paare oder Familien mit 1 bis 2 Kindern. Ein Anruf genügt. Wir freuen uns auf die Besichtigung mit Ihnen. Nun stehen wir direkt vor der Glückauf-Grundschule in Freital-Zaugerode. Bereits seit Jahren sind wir dem Hort und der Grundschule sehr verbunden. Unser Weihnachtsmann möchte gemeinsam mit Henrik Eismann, unserem Geschäftsführer, die Hortkinder überraschen. Ich bin mal gespannt. Schauen Sie einfach mit mir hinein. Der Weihnachtsmann ist zu dick! Als Überraschung hat euch der Weihnachtsmann im Auftrag der WGF dieses Hof-Pausenfahrzeug mitgebracht und das bleibt jetzt hier und da wünschen wir euch viel Spaß damit. Und immer noch sind wir in Zaugerode. Als wir in unserer letzten Sendung bei den Ringern vorbeischauten, erfuhren wir ganz nebenbei, dass hier und da einiges an Bekleidung fehlt. Aus diesem Grund haben wir den Weihnachtsmann beauftragt, sich einfach mal darum zu kümmern. Hallo. Hallo. Ja, was ist denn hier los? Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Bitte schön. Kannst du da auch ein Gedicht für den Weihnachtsmann sagen? Lieber, lieber Weihnachtsmann, komm zu uns nach Haus. Bring keine Rute mit. Oh, ganz prima. Ein Übungsleiter? Ja, ja. Oh, du kriegst auch so was Feines? Danke, lieber Weihnachtsmann. Na, aber bitte, scheinbar bist du auch ein ganz Lieber. So, was haben wir denn? Oder wen? Den Wladimir. So, bitteschön. Also, der Weihnachtsmann muss weiter. Macht's gut. Tschüss. Wir sehen uns dann am 24. wieder. Ne? Schönartig sein. Oh, prima. Tschüss. Danke. Tschüss. Auch heute möchten wir wieder unseren Blumenstrauß des Monats übergeben. Diesmal wollen wir Frau Kummer überraschen. Als Schwester der DRK-Sozialstation kümmert sie sich vor allem um ältere Menschen. Mal sehen, wo sie steckt. Wir haben sie extra hier in den Seniorentreff bestellt, ohne dass sie weiß, worum es geht. Hallo. 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 Der Weihnachtsmann ist da, da muss ich mal beiseite gehen. Hallo, müssen wir erstmal ein bisschen nachrücken. Sind Sie die Frau Kummer? Ja. Hallo Frau Kummer. Guten Tag. Ich freue mich, Sie heute hier kennenzulernen. Wir haben gehört, für andere da zu sein und anderen zu helfen, ist für Sie nicht nur ein Beruf, sondern Berufung. In Ihrer Freizeit kümmern Sie sich um liebe Mieter, die auch hier in der Ringstraße wohnen. Sie, daneben sind Sie im Löschzug Zaugerode und im Jugendrotkreuz aktiv. Wir sind der Meinung, dass das ein Grund für den Blumenstrauß des Monats ist. Im Namen der ganzen WGF möchten wir uns herzlich für Ihre Hilfsbereitschaft bedanken. Vielen, vielen Dank. Sehr gern, sehr gern. Stopp, so. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Das ist noch ein kleines Präsent dazu. Oh, recht vielen Dank. Heute werfen wir einen Blick in das alte Bahnhofsgebäude hier in Potschappel. Nach 2 Jahren Bauzeit können hier alle Freitaler das erweiterte und modernisierte Dienstleistungsangebot unserer Stadt in Anspruch nehmen. Kommen Sie einfach mal mit mir herein. Hallo Herr Rumberg. Grüß dich, Frau Savo. Ich freue mich, hier unseren Oberbürgermeister im neuen Bürgerbüro zu treffen. Haben Sie vielleicht Lust, unseren Zuschauern ein wenig das neue Gebäude vorzustellen? Ja, ich kann nur erstmal herzlich willkommen sagen hier im Bahnhof Potschappel.
Also für alle die, die jetzt Angst haben, dass das kein Haltepunkt mehr für die S-Bahn ist, kann ich beruhigen, es ist noch ein Bahnhof. Mhm. Aber die Stadt hat vor vielen Jahren den Bahnhof käuflich erworben. Und dann stand er lange Zeit unschön leer da. Und wir platzen verwaltungsmäßig, leider ist so, aus allen Nähten. Und dann haben wir vor 2 Jahren gesagt, mit Stadtratsbeschluss, wir sanieren das Bahnhofsgebäude und machen hier sozusagen eine Verwaltung hinein, also Teile der Verwaltung. Vor allem das Ordnungsamt hat hier den Löwenanteil sozusagen jetzt angemietet. Und das Rechnungsprüfungsamt ist noch dabei. Aber was ganz wichtig ist, Sie sehen es ja gerade, das ist unser zentraler Empfang für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Freital oder natürlich auch Gäste der Stadt Freital, die hier ein Anliegen an die Stadt haben, die sind erstmal hier sozusagen herzlich willkommen und von hier aus werden sie entweder gleich bedient oder fachkundig betreut, dass sie dann sagen wir, ihre Anliegen sozusagen geregelt bekommen. Herr Rumberg, haben Sie sich so vorgestellt, wie es letztendlich saniert wurde und wie wird es von den Freitalern angenommen? Ja, das hat natürlich noch eine Zeit der Einlaufkurve sozusagen zu ertragen und da gibt es bestimmt auch noch manchen Justierbedarf. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß noch nicht einmal selbst ganz genau, wo jeder Kollege sitzt, aber in der Bevölkerung ist es, denke ich mal, sehr gut angekommen. Wir hatten den Tag der offenen Tür und da waren mehr interessierte Bürger da, als wir in unseren kühnsten Träumen erhofft hatten. Aber so ist der Freitaler, da freuen wir uns natürlich ganz toll. Und jetzt ist der Bahnhof am Netz, wie man so schön zu sagen pflegt. Und ich kann immer noch wieder ermuntern, Freitaler, wenn ihr ein Anliegen habt, nehmt den Bahnhof an, kommt her und wir wollen ein guter Dienstleister sein. Okay, schöne Sache. Eine letzte Frage, Herr Rumberg. Was wünschen Sie sich für das kommende Jahr, privat, beruflich? Also ich wünsche das mal für alle. Mhm. Erstens Gesundheit, zweitens Frieden und dass unsere Gesellschaft bei allen Turbulenzen, die es auf der Welt gibt, trotzdem noch irgendwie das Maß des Zusammenhalts findet, dass weder in die eine noch in die andere Richtung extrem die Gesellschaft auseinandergetrieben wird, sondern dass sie im Kern trotzdem noch vernünftig zusammenhält. Am Ende nicht bloß wie wild arbeitet oder wie wild schimpft, sondern Lebensfreude hat. Und das wünsche ich mir für uns alle. Das ist ein wunderbarer Wunsch. Vielen Dank, Herr Rumberg. Ich danke Ihnen. Schönen Tag für Sie. Das Gleiche. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier in der Dresdenstraße 180. Dem Backsteinkopfbau unseres City Center. Das war eine der großen Maßnahmen, die wir dieses Jahr durchgeführt haben. Wir haben hier in dem Gebäude wunderbare neue Gewerbeflächen und 2 tolle Wohnungen geschaffen, einen Aufzug angebaut und dem Haus einen neuen Glanz verliehen. Ja, und besonders stolz sind wir natürlich, dass wir hier ab 1. Dezember alle Gewerbeflächen vermietet haben an unsere Mieter Deutsche Bank, IKK Classic und das BSI. Ja, neben der Fassadensanierung hier an der Bahnhofstraße 30 und 32 war unter anderem die Erweiterung des Pennymarktes eine große Maßnahme, die wir ebenfalls am 19. November abschließen konnten. Und im Zusammenhang mit der Erweiterung des Pennymarktes stand der Umbau dieser Passage hier mit der Fleischerei Richter, Bäckerei Grafe und dem Gemüsehandel Fu, sodass Sie jetzt hier im City Center wunderbare Einkaufsmöglichkeiten mit all den anderen Gewerbemietern vorfinden. Ja, und für 2020 verbleibt neben der Sanierung des Parkdecks noch die Erneuerung des Zwischenbaus zwischen der Dresdenstraße 174b und der Dresdenstraße 176. Dann können wir im Sommer den Abschluss hier am City Center feiern. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, bleibt mir noch Ihnen eine schöne Adventszeit, gesegnete Weihnachten und alles Gute für 2020 zu wünschen. Wir freuen uns drauf und bleiben Sie uns treu. Danke, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen und im Namen des gesamten WGF-Teams, der Wohnungsgesellschaft Freital, eine friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit. Nehmen Sie sich die Zeit mit und füreinander und einen guten Start ins neue Jahr, in dem wir uns hoffentlich wiedersehen.
Wohnungsgesellschaft Freital MbH präsentiert das WGF-Magazin in Freital Leben bei uns wohnen.